Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Riemlocher, Personal aus Karlsruhe. Heute, wie angedeutet, Teil 2, Part 2 zum Thema die häufigsten Fehler für Fitness- und Kraftsport-Einsteiger. Und zwar der zweithäufigste Fehler ist die Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, dass ein Großteil aller Fitness-Einsteiger, selbst aller Fortgeschrittenen, selbst aller Profitrainierenden, sehr oft mit einer zu schnellen Bewegungsgeschwindigkeit trainieren, vor allem im exzentrischen Bewegungsablauf. Für euch Anfänger, exzentrischer Bewegungsablauf ist folgendes: Wenn ihr auf der Bank liegt und das Gewicht nachlässt nach unten, das ist der exzentrische Bewegungsablauf. Konzentrisch ist dieser Bewegungsablauf. So, und da stellt man sehr oft fest, dass der exzentrische Bewegungsablauf unkontrolliert schnell ausgeführt wird, gerade bei Anfängern. Warum? Was der Hintergrund? Oftmals der Hintergrund ist, dass viele den exzentrischen Bewegungsablauf als wertlos bezeichnen. Der bringt ja nicht so viel für den Muskelaufbau, was natürlich so nicht richtig ist. Da gehört zum Muskelaufbau genauso dazu. Und zweitens ist natürlich so, wenn ein Gewicht schwer ist, möchte ich schnell damit fertig werden. Und somit wird die Bewegungsgeschwindigkeit beschleunigt. Aber das führt zu Folgendem. Wenn ihr vorhabt, Muskelmasse aufzubauen, dann braucht ihr ein gewisses Zeitfenster. Ihr trainiert zwischen 7, 8, 9, 10, 11, 12 Wiederholungen und solltet dann zwischen 20 und ca. 40, 45 Sekunden Belastungszeit, Reizzeit haben. Wenn ihr jetzt aber eure 8 Wiederholungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macht, seid ihr nach 14, 15, 16 Sekunden fertig. Das heißt, ihr seid unterhalb des Reizzeitfensters. Und dann habt ihr schon mal eine Chance für den Muskelaufbau verpasst. Das ist Nummer 1. Deswegen macht 10 langsam trainieren. Die Nummer 2. Wenn wir zu schnell Bewegungsabläufe provozieren, das heißt exzentrisch zu schnell, dann bedeutet das, dass natürlich auch viel mehr Last abgesichert werden muss. Und zwar unten beim Bankdrücken zum Beispiel Umkehrpunkt oder auch unten bei der Kniebeuge Umkehrpunkt. Und das bedeutet, dass Gelenksanteile wesentlich stärker strapaziert werden, wie sie eigentlich strapaziert werden müssten. Und dies wiederum kann natürlich auch dazu führen, dass ihr euch zum Beispiel im Moment überlastet und verletzt, also eine Jetzt-Überlastung, jetzt eine Verletzung, oder durch die Summe der Fehlbelastung auf lange Sicht gesehen ein frühzeitiger Verschleiß. Und das macht keinen Sinn. Deswegen ganz wichtig für euch Einsteiger, Fortgeschrittene und natürlich auch für Profis, versucht mal das Reizzeitfenster beizubehalten, einzuhalten, und das bedeutet, Bewegungsablauf, im exzentrischen Bewegungsablauf, etwas langsamer kontrolliert und anhalten, unumgeschwungen und dann wieder rausdrücken. Man darf den konzentrischen Bewegungsablauf kontrolliert, explosiv ausführen, aber nicht für Einsteiger. Das sollte dem guten fortgeschrittenen Profi beibehalten werden. Das muss man vorher kontrolliert üben und man benötigt die nötigen Stabilisatoren dazu. Und die haben meistens die Anfänger noch nicht. Deswegen lasst euch Zeit und bewegt euch kontrolliert. Das war's. Tipp Nummer 2. Bald folgt Nummer 3.